Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hallo Melanie, hallo Sarah. Wir sind kurz vor der Landtagswahl. 10 Tage, dann wird in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gewählt und ihr seid die beiden Spitzenkandidatinnen. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist ja für uns kein einfaches Gebiet. Aber trotzdem haben beide Bundesländer die typischen Herausforderungen, wo wir glauben, als Linke auch sehr gute Lösungen dafür zu haben. Da würde ich dann gleich mit euch drüber sprechen wollen. Trotzdem sage ich jetzt nochmal allen Zuschauerinnen und Zuschauern, ihr seid privilegiert, denn ihr habt Melanie und Sarah hier eine halbe Stunde für euch, auch zu euren Fragen und so weiter. Sie kommen gerade von Wahlkampfveranstaltungen und sie haben danach neue Wahlkampftermine. Ihr habt also aber nur eine halbe Stunde und müsst euch deswegen richtig doll beeilen. Der Trend geht ja zu den Spitzenfrauen bei uns im Bund, in der Partei. Wir haben zwei neue Parteivorsitzende gewählt und auch zwei Spitzenkandidatinnen jetzt hier vor Ort. Zunächst mal zu Melanie. Melanie, erstmal herzlichen Glückwunsch auch zu deiner Wahl in Parteivorstand jetzt am Wochenende. Dankeschön. Der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz steht ja unter dem Motto, Zeit für was Neues, sei mutig. Was ist denn eigentlich das Alte in Rheinland-Pfalz, was wir nicht mehr haben wollen? Ja, da gibt es so einiges. Also das, womit ich mich natürlich ganz viel beschäftige, ist mit der Friedenspolitik. Und das ist zwar nicht unbedingt alt, aber zum Beispiel 20 Atombomben, die gehören einfach weg aus Rheinland-Pfalz. Das ist ein ganz großes Thema, da klemmen wir uns natürlich dahinter. Und ansonsten, tja, wer denkt, Rheinland-Pfalz wäre sozial, der muss sich einfach mal schauen, wie momentan viele Kinder abgehängt werden, wenn es um Homeschooling geht. Auch da wollen wir natürlich den Finger in die Wunde legen und für Chancengleichheit kämpfen. Und bei dir, Sarah, ihr seid mit solidarisch aus der Krise unterwegs. Da genau, da steht es. Zusammen mit uns. Ja, zusammen mit uns. Was ist denn da aber eigentlich bei den Grünen los? Die wollten ja auch als grüner Ministerpräsident zusammen mit uns ganz viele Sachen machen. Was ist der Unterschied? Warum muss man diesmal links wählen? Ja, wir haben ja nun 10 Jahre eine grün geführte Landesregierung. Baden-Württemberg ist eines der ersten Bundesländer, das sich ein Klimaschutzgesetz gegeben hat, hält es aber regelmäßig nicht ein. Jedes fünfte Kind wächst hier inzwischen armutsgefährdet auf und das zeigt ja ganz deutlich, wir müssen den sozial-ökologischen Wandel voranbringen. Wir brauchen jetzt eine Kraft im Landtag, die Bewegung reinbringt, die für eben genau diese Verknüpfung der ökologischen und der sozialen Frage Bewegung reinbringt. Das wollen wir machen als Die Linke. Wir wollen für bezahlbare Mieten in diesen Landtag. 16 der 30 teuersten Städte sind hier in Baden-Württemberg und da gibt es viele offene Baustelle und die letzten Landesregierungen haben diese drängenden sozialen, ökologischen Fragen eben nicht gelöst und deswegen braucht es endlich auch die Linke im Landtag. Sagt Sarah Miro und auch Melanie sagt, die 20 Atomraketen müssen endlich raus aus Rheinland-Pfalz. Aber sagen denn das die Bürgerinnen und Bürger, die ihr so mitbekommt an Infoständen, in Wahlkampfveranstaltungen, in Chatveranstaltungen? Ich sehe, dass ihr ja quasi fast täglich solche Veranstaltungen macht. Sagen die das auch? Was kriegt ihr für Rückmeldungen? Ist das eher kritisch oder gibt es eher eine große Zufriedenheit? Was bewegt die Leute, wenn ihr so mit ihnen sprecht? Du meinst jetzt gezielt auf die, auf die Bomben bezogen oder auf die Nee, generell. Also, was Militärstützpunkte? sind aus deiner Sicht die größten Probleme, die an euch immer so wieder, immer gleichlautend herangetragen werden? Also bei mir persönlich ist es hier auch gerade im Kreis der Fall, dass wir sehr, sehr ländlich sind. Und wenn man da natürlich mit den Menschen spricht, hat man immer wieder die gleichen Themen. Man kommt in den Dörfern nicht weg. Oder man kommt weg, aber nur morgens, wenn die Kinder zur Schule fahren und dann, wenn man Glück hat, vielleicht wieder mittags oder nachmittags zurück, was natürlich nicht gerade ideal ist, wenn man irgendwie mal zum Arzt muss oder so. Das heißt, ÖPNV ist immer ein ganz, ganz großes Thema. Bildung auch. Also gerade, man spricht natürlich auch mit vielen Eltern. Ich bin selber ja vierfache Mama und stecke da selbst mitten im Homeschooling. Da spricht man natürlich auch mit vielen Eltern, die sich da große Sorgen machen, weil die Kinder nicht mehr richtig hinterherkommen oder weil es zu Hause halt einfach kein gutes Internet gibt und die Kinder dadurch halt allein nicht teilnehmen können. Und was die Friedenspolitik angeht, da, klar, es gibt natürlich kritische Bürgerinnen und Bürger, die sagen, okay, wir hängen natürlich arbeitstechnisch an den Stützpunkten, aber da haben wir ja auch Lösungen. Also ganz pragmatische, dass wir sagen, man kann nicht nur die Flächen umwandeln, sondern auch die Arbeitsplätze. Und da bekommt man doch mehr und mehr Zustimmung.
Ah, bei euch in Baden-Württemberg, wie sieht es da aus? Ich meine, es ist ja nur der Rhein, der euch trennt eigentlich. Sieht es da ansonsten genauso aus oder gibt es da echt Unterschiede zwischen linken und rechter Rheinseite? Oh, ich denke, es gibt schon einige Unterschiede, weil Baden-Württemberg ist ja auch durchaus auch ein reiches Land, natürlich ein großes Land. Wir sind ja ein Flächenland und wir haben natürlich auch gerade im Bereich der Industriepolitik mit einem sehr starken Autosektor hier natürlich auch besondere Herausforderungen auch. Und ich glaube, das ist auch genau der richtige Punkt, dass wir sagen, wir wollen die Autoindustrie zum Beispiel weiterentwickeln zu einer Mobilitätsindustrie und vor allem wollen wir das mit den Beschäftigten zusammen machen. Und das ist ja immer ganz wichtig, dass wir diese soziale Frage reinbringen und sagen, wir brauchen hier gute Konzepte, die nicht zulasten der Beschäftigten gehen. Und genau dafür stehen wir und natürlich die Wohnfrage ganz zentral. Und wir kriegen sehr viele positive Rückmeldungen, die sagen, ja, es muss sich ja endlich was tun. Es kann nicht sein, dass in so einem reichen Land so viele Menschen abgehängt werden. Und es hängt zum Beispiel auch Verkehr, auch bei uns ein Thema, der Ausbau des ÖPNV stagniert. Und es hängt ja auch zusammen. Also wenn ich mir anschaue, wie Menschen aus den Großstädten rausgedrängt werden, weil sie diese Miete nicht mehr leisten können, produziert das ja auch Verkehr. Und hier brauchen wir einfach einen sozialen Ansatz. Und da werden wir sehr bestärkt darin, dass es uns braucht in dieser Frage. Ich habe im Übrigen gesehen, dass als ich letztens in Mainz war, virtuell natürlich, auch nur zusammen mit Melli in einer Veranstaltung, die Linke scheint ja eher so ein Jugendverband zu sein, oder? Also mein Eindruck ist, als ich da war, dass die Hälfte der Leute unter 35 waren, die andere Hälfte, naja, kurz drüber und dann gibt es noch ein paar Ältere. Aber ist das eigentlich durchgängig bei euch so oder was ist der Hintergrund, warum die Mitgliedschaft bei euch so jung ist? Also es ist in der Tat so. Also ich würde sagen, es ist sehr gemischt vom Alter her, aber wir haben doch sehr, sehr viele junge Mitglieder. Und das finde ich auch sehr schön, dass sich so viele Menschen einfach politisch engagieren. Und unsere Liste ist ja auch sehr jung aufgestellt. Also wir haben das mal irgendwann ausgerechnet. Ich glaube, die ersten fünf der Liste, da sind David und ich halt wirklich die Ältesten. Aber David ist noch ein paar Monate älter. Ich glaube, der Durchschnitt ist 30 oder 32 bei uns, bei den ersten fünf auf der Landesliste. Und das ist natürlich auch, ich glaube, wir haben die jüngste Liste aufgestellt. Und ja, da wird auf jeden Fall, wenn wir in den Landtag einziehen, viel Schwung reinkommen, weil wir alle motiviert sind und auch alle keine Angst davor haben, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, hört mal weg, auf die Kacke zu hauen. Bei euch, Sarah, auch? Ja, also die Partei ist bei uns kein Jugendverband, weil wir haben den Jugendverband nochmal extra, aber wir haben natürlich sehr viele, sehr junge Mitglieder. Und das ist ja auch ein Trend, den wir seit einigen Jahren haben, dass wir so viele junge Menschen bei uns eintreten. Das ist total toll, weil jetzt kommt auch nochmal der Clou. Wir machen ja viel im digitalen Raum, klar. Und die jungen Menschen, die können das total gut. Und die haben eine total hohe Digitalkompetenz. Das kommt uns gerade richtig zugute. Und wir haben leider keine Listen. Wir haben ein super antiquiertes Wahlrecht, ja, ein Einstimmenwahlrecht. Also das ist wirklich schon schwierig auf jeden Fall. Also das benachteiligt auch Frauen insbesondere. Aber wir haben auch ganz viele junge Kandidierende. Wir haben übrigens in den für uns aussichtsreichen Wahlkreisen auch überwiegend Frauen aufgestellt. Wir wollen nämlich ein Zeichen setzen für mehr Frauen im Landtag. Der ist Und nämlich sehr gering, der Anteil bei uns. ja, also das leuchtet mir durchaus ein, dass das Wahlsystem, was insbesondere in Baden-Württemberg ja nur ein reines Einstimmen-Direktwahlkreissystem ist, so habe ich das verstanden, tatsächlich sehr benachteiligend ist für kleinere Parteien, aber eben auch für Frauen. Nochmal zu einem anderen Punkt, benachteiligt denn eigentlich euch jetzt auch Corona? Weil viele Dinge sind ja gar nicht so ohne weiteres möglich. Wie geht ihr damit um, dass eigentlich Infostände oder bestimmte andere Veranstaltungsformate nicht so ohne weiteres möglich sind? Was macht ihr damit? Magst du zuerst? Ich fange jetzt die ganze Zeit zuerst an. Sarah, mach du ruhig. Ja, gerne. Also natürlich ist dieser Wahlkampf ein besonderer Wahlkampf. Und das, was fehlt, ist ja auch schon mein siebter Wahlkampf inzwischen, was in jedem Wahlkampf immer ein ganz, ganz großer Punkt war natürlich, war das direkte Gespräch mit den Wählerinnen und Wählern, der direkte Austausch. Und das funktioniert halt dieses Mal einfach anders. Wir machen ganz viel digital im digitalen Raum und erreichen da auch viele Menschen und ja, besondere Zeiten, besondere Lösungen und genau, aber man muss den Wahlkampf halt anders machen, aber wir machen ja trotzdem guten Wahlkampf. Ja, also es fehlt schon mit den Menschen auf der Straße zu sprechen, das auf jeden Fall. Aber wie Sarah schon sagt, wir machen unheimlich viel online, was definitiv dieses Jahr oder auch schon letztes Jahr viel vermehrter stattgefunden hat, sind die Hintergrundgespräche. Also egal wie klein der Verein ist oder die Bürgerinitiative, die haben mit uns das Gespräch gesucht in Videokonferenzen. Wir haben total viel in unser Programm mit eingebaut und ich glaube, das wäre nicht passiert,
Also natürlich, es ist da nichts Gutes an Corona, aber vielleicht kann man trotzdem diese Dinge, die wir gelernt haben, jetzt mitnehmen, weil diese Hintergrundgespräche, man müsste ja stundenlang durchs Land fahren und stattdessen trifft man sich online und kann sich austauschen und die Menschen sehen auch, man macht mit ihnen Politik und für sie und nicht nur, also einfach zusammen und nicht von oben herab. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, vielen Dank. Ich sehe, ihr seid ziemlich motiviert. Es ist sozusagen die heiße Wahlkampfzeit, die jetzt auch beginnt. Die letzten 10 Tage, am 14.03. sind Wahl. Ich würde mal rübergeben zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Was sagen die eigentlich zum Wahlkampf? Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie sehen die das? Was sind die Schwierigkeiten, die Probleme? Was haben die für einen Eindruck? Daniel, sag mal, was schreibt denn Facebook? Was schreibt denn Zoom? Muss euch enttäuschen, Fragen gibt es dort nicht. Es gibt eher so Solidarität und Last und alles Gute, das Gute in den Kämpfen. Also das ist sozusagen das, was kommt. Also die Botschaft ist, glaube ich, den Rücken stärken und Ähnliches. Deswegen vielleicht von mir die ganz einfache Frage auch nochmal an euch. Ihr habt ja gerade erzählt, ihr müsst vor allem viel Online-Wahlkampf oder Ähnliches machen. Aber wie kann man euch denn jetzt auch nochmal helfen in den nächsten 10 Tagen nochmal? Was ist da vielleicht nochmal auch die Botschaft nach außen? Wie könnte man euch nochmal direkt helfen? Was könnte man tun? Was müsste irgendwie sein? Und vielleicht könnt ihr da auch noch mal einiges zu erzählen. Also wenn wir von Online-Aktionen sprechen, also solche, die Solidaritätsbekundungen sind, die tun unheimlich gut, das finde ich. Also vielen Dank dafür. Und das hilft natürlich, ich meine, online erreicht man natürlich auch Reichweite, indem Sachen geliked werden oder geteilt werden. Da kann so ein Klick schon mal total viel weiterhelfen. Und ansonsten, es ist total wichtig, dass man als, ich sage jetzt mal, als Genossin oder Genossin, aber auch als Freund oder Freundin der Partei, dass man spricht mit den Menschen, dass man ihnen sagt, hey, diese Wahl ist unheimlich wichtig, also bitte wählt und macht das Kreuz bei der Linken. Weil ich glaube, dass durch Corona die Wahl bei vielen Menschen noch gar nicht so wirklich im Kopf angekommen ist. Bei uns ist es natürlich total präsent, das ist eins der Hauptthemen gerade. Aber ich glaube, es hilft, dass man mit den Menschen auch spricht und dass man einfach sagt, hey, hast du schon gewählt? Und weißt du, guck mal, da gibt es echt gute Kandidierende bei der Linken. Und das würde enorm weiterhelfen. Genau, da kann ich mich anschließen. Tatsächlich ist es ja auch interessant, dass es doch auch recht viele Unentschlossene gibt tatsächlich bei dieser Wahl. Deswegen, genau, sprecht mit den Leuten, schreibt uns an, gebt uns Rückmeldung und speziell jetzt natürlich an euch. Wir hatten einen ganz tollen Bundesparteitag und das merken wir natürlich auch, wirklich die positive Stimmung, die ausgegangen ist von diesem Bundesparteitag. Dir auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Jörg, natürlich an der Stelle. Insofern, also das ist wirklich Rückenwind, den wir gerade mitnehmen und jetzt freuen wir uns auf den Endspurt. Ich habe gesehen, weil ihr gerade von Online-Wahlkampf sprecht, ihr seid auf verschiedenen sozialen Netzwerken unterwegs. Melanie habe ich, glaube ich, sogar bei Instagram gesehen. Sarah, dich auch. Ihr seid beide auch auf Instagram likebar, oder? Täglich? Ich immer. Immer. Ja, genau. Also das sind Sachen, da könnt ihr auch mal hinschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe gesehen, dass da auch Veranstaltungen von euch laufen. Und zum Thema Veranstaltung kann ich ja noch ein was sagen. Am 8.3. ist Internationaler Frauentag, jetzt Montag. Im Übrigen wollte ich nochmal sagen, in Berlin ist der Frauentag ein Feiertag. Das wäre zum Beispiel auch mal was. Die Feiertage werden ja sind ja Ländersache. Könnt ihr ja Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auch mal drüber nachdenken, das so zu machen wie das rot-rot-grüne Berlin. Und jedenfalls am 8.3. gibt es eine Veranstaltung. Das könnt ihr vielleicht noch mal kurz sagen. Es geht um Melanie und Sarah und dazu kommen Janine und Susanne. Da gibt es nämlich eine Veranstaltung, auch im Online, wo dort der Frauentag noch mal ein bisschen abgefeiert wird. Deswegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommt auch noch mit dazu. Das noch als Hinweis. So, gibt es noch weitere Fragen, Daniel? Ich habe gerade eine bei Facebook entdeckt, und zwar von Katja. Sie fragt, wie bewertet ihr die Rolle rückwärts, die viele Frauen durch die Corona-Krise machen müssen? Durch die Care-Arbeit, die hauptsächlich an Frauen hängen bleibt, bezüglich Homeschooling und so weiter und so fort. Das, was ja Melanie vorhin vielleicht schon mal so angedeutet hat, aber vielleicht auch noch mal so ein bisschen was Tiefergehendes dazu. Und eine zweite, eine zweite Frage sehe ich gerade noch. Oder beziehungsweise so eine Aussage, vielleicht habt ihr da ja auch eine Einschätzung zu. Wegen des Lockdowns werden in einigen Werkstätten für behinderte Menschen ein ohnehin schon geringer Werkstattlohn von größtenteils monatlich unter 300 Euro noch gekürzt. Also die ganze Frage Auswirkungen
der Corona-Pandemie auf Arbeitsplätzen, in dem Fall auf Behindertenwerkstätten? Also zur ersten Frage, ja, das ist natürlich ziemlich erschreckend. Wir sind da definitiv teilweise wieder viele Schritte zurückgegangen in der Pandemie und da muss natürlich ganz, ganz viel passieren. Also man hat ja gemerkt, Homeschooling, das ist natürlich nicht immer so, aber ganz oft ist es dann schon auf den Schultern der Frauen, die dann halt zu Hause sind und irgendwie wieder in diese alte Rolle gesteckt werden. Und also es ist eigentlich traurig, dass man das sagen muss, aber mir ist es auch gerade am 8. März dann immer sehr wichtig, nochmal zu sagen, Gewalt, also man denkt an Frauenkampftag, man muss gleich an Gewalt an Frauen denken und das ist halt echt ein großes Thema und das habe ich ja eben auch schon kurz erwähnt. Also gerade in Rheinland-Pfalz, ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg ist, aber es gibt hier unheimlich wenige Frauenhäuser. Also bei uns im Kreisverband, bei uns im Kreis, Landkreis gibt es gar kein Frauenhaus. Da müssen die Frauen halt locker mal eine halbe Stunde fahren, um sich Hilfe zu holen. Und das ist natürlich ganz problematisch und gerade jetzt in der Pandemie ist halt auch nachgewiesen worden, dass viel mehr Frauen unter Gewalt leiden oder auch Kinder. Und da muss unheimlich viel geschehen. Also alleine, dass es nicht möglich ist in den meisten Gegenden, dass zum Beispiel Hotels einfach geöffnet werden und dann für Frauen halt auch geöffnet werden, die eben irgendwo in Bedrängnis gekommen sind. Also da gab es auch viele Anfragen auch unsererseits, aber das ist bürokratisch einfach nicht möglich. Und das ist natürlich sehr schwierig. Ja, da möchte ich mich gerne anschließen. Also was wir da erleben, ist natürlich schon sehr problematisch. Und die ungleiche Verteilung gesellschaftlicher notwendiger Arbeiten, die wir vor Corona ja schon hatten, hat sich nochmal massiv verschärft. Und da muss man natürlich ansetzen. Also Baden-Württemberg ist das Bundesland, das Frauen im Verhältnis zu Männern so schlecht bezahlt wie kein anderes. Wir haben mit den geringsten Frauenanteil an jeder politischen Repräsentationsebene. Und das ist natürlich ein Problem. Wir müssen die Care-Arbeit natürlich aufwerten. Wir brauchen eine Aufwertung sozialer Berufe. Wir brauchen endlich gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Und natürlich die sozialen, also die Frauenberatungs- und Hilfsstrukturen, die es gibt, die dürfen jetzt nicht unter Finanzvorbehalt stehen. Das sind ja genau die Sachen, die wir jetzt mehr denn je brauchen. Also auch in Baden-Württemberg wird die Istanbul-Konvention zum Beispiel, also der Aussage Frauenhäuser, nicht bedarfsgerecht vorangebracht. Und dafür brauchen wir auch wirklich eine feministische Kraft im Landtag. Und deswegen sagte ich ja auch, haben wir in den aussichtsreichen Wahlkreisen also wirklich fast überwiegend Frauen aufgestellt. Wir wollen, dass Frauen in die Parlamente kommen und wir wollen, dass dieser Bereich aufgewertet wird und wir wollen eben nicht, dass Corona traditionelle Rollenbilder wieder hervorholt oder verfestigt, ganz im Gegenteil. Insofern, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann war noch ein Kommentar, eine Einschätzung. Der ist mir schon wieder gleich entfallen. Zu den Werkstätten, ne? War das Werkstätten. Ja, genau, ja. Genau, zu den Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Das ist natürlich ein Problem. Das ist ja an sich schon viel zu gering, was da angesetzt wird. Und wir hatten da auch Gespräche unter anderem. Also das geht natürlich gar nicht. Da braucht man auch insgesamt, braucht man strukturell eine bessere Bezahlung und schon gar keine Kürzung in dieser jetzigen Situation. Das Schlimme ist ja auch, was den Themenbereich angeht, ich bekomme das auch bei uns mit, da wir eine sehr aktive Ehrenamtlerin im Beirat sitzen haben für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und die hatte mir dann erzählt, dass vor kurzem als kleine Hilfe wurden dann an Menschen mit Beeinträchtigungen so 3 Einwegmasken geschickt von der Kreisverwaltung. Die waren dann irgendwie in Klarsichtfolien eingepackt. Also da liegt so viel im Argen, dass man da halt versucht, so an den Symptomen so ein bisschen rumzudoktern. Ich meine, ganz ehrlich, wer zieht denn so eine Einwegmaske an, die vielleicht, was weiß ich, wer schon in der Hand hatte, die dann irgendwie in eine Klarsichtfolie gepackt und verschickt wurde. Das war vielleicht gut gemeint, aber ist ziemlich daneben, meines Erachtens nach. Da ist wirklich viel Ausbesserungsbedarf, besonders da es einige Menschen mit Beeinträchtigungen gibt, die halt, also die haben diese Zusatzeinkommen gar nicht mehr. Die sind komplett weggefallen. Und da sind es vielleicht, es geht vielleicht dann um nur 100 Euro, aber die können sich dann nicht mehr einfach irgendwo ein Brot kaufen oder so. Da hängt es ja wirklich an ein paar Euro. Und das ist katastrophal. Da hätte ich gleich nochmal eine Frage, weil ihr Frauenhäuser anspricht. Sowohl Melanie als auch ich, bei Sarah weiß ich gar nicht ganz genau, sind und waren ja auch kommunalpolitisch aktiv und Frauenhäuser sind ja auch kommunale Angelegenheiten. Es geht also um die Frage, inwieweit die Kommunen die Möglichkeit haben, solche Sachen, die bedauerlicherweise keine Pflichtaufgaben sind, sondern der quasi Finanzzuweisung durch die Länder zugeordnet werden. Wie es also darum bestellt ist, wie ist denn in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bekanntlich zwei
sogenannte reiche Bundesländer. Wie ist denn da die Finanzausstattung der Kommunen? Dazu würde ich tatsächlich direkt, Jörg, weil ich bin ja seit 2014 Stadträtin und auch Fraktionsvorsitzende hier in Heidelberg. Also ich bin auch immer noch kommunalpolitisch sehr drin. Bei uns starten die Haushaltsberatungen übrigens 4 Tage nach der Landtagswahl. Deswegen ist das immer auch noch ein zweiter Strang. Das ist natürlich ein Problem, was du ansprichst. Und zwar die Finanzzuweisung, allgemein die kommunalen Finanzen. Und das ist genau das Ding. Jetzt stehen Haushaltsberatungen an und es sind halt diese freiwilligen Aufgaben, die dann doch unter Disposition geraten zum Teil. Also wo es darum geht, wo man auch bei den Trägern und bei den sozialen, bei den kulturellen Projekten, ob man da dann irgendwie spart. Ich weiß, diese Diskussion läuft in Kommunen. So, und das ist ein Problem. Und da brauchen wir eine stabile kommunale finanzielle Ausstattung, damit das eben nicht unter Vorbehalt gerät. Weil genau diese Strukturen, die Kulturprojekte, die kleinen Projekte, die sozialen Träger- und Beratungsstrukturen, genau das brauchen wir jetzt mehr denn weniger. Insofern, und dafür wollen wir auf jeden Fall kämpfen im nächsten Landtag, dass die Kommunen in der Lage sind, ihre Strukturen aufrechtzuerhalten. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Das wird eine Auseinandersetzung und die wollen wir mitführen. Ja, ich sitze ja im Kreistag und es ist einfach Fakt, dass bei uns die Kommunen komplett überschuldet sind, also zumindest da, wo ich im Kreistag sitze und generell, dass das Geld nicht richtig fließt. Da wird vom Land aus in Projekte gesteckt wie der Hochmoselübergang, also eine riesige Brücke, die bei uns gebaut wurde, schön durch die Weinberge, die dann platt gemacht wurden. Und überall anders fehlt dann das Geld. Und solche Dinge wie Frauenhäuser, die fallen dann unter den Tisch. Und das darf natürlich nicht sein. Und das Gleiche gilt, das meinte Sarah eben schon, für alles, was sich um Kultur dreht. Das wird so ganz stiefmütterlich behandelt, so nach dem Motto, es ist ja nicht wichtig. Und dann wird hier und da, wird man Tausender irgendwie herausgegeben, so als Ehrung oder wie auch immer. Aber es ist einfach, es wird nicht so behandelt, wie es sein sollte. Und das ist gerade... Also wir sind ja hier sehr touristisch und landwirtschaftlich und ich finde, gerade hier muss man, was die Kultur angeht, das muss man aufbauen, gerade jetzt, wo alles ja wegfällt, egal ob es die kleinen Weinfeste sind oder die ganzen anderen traditionellen Dinge, ich weiß nicht, ob die nach der Pandemie noch überall stattfinden können, da eben viele so finanziell am Boden liegen. Ihr seht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt einiges zu tun, sowohl in Baden-Württemberg, sowohl in Rheinland-Pfalz. Und zwar könnt ihr da was tun in 10 Tagen, nämlich die Linke wählen. Apropos, ich höre, dass in beiden Bundesländern die Möglichkeit der Briefwahl besteht und auch schon ein ganz erheblicher Anteil diese Briefwahl wahrgenommen hat. Vielleicht ist das ja auch das Einfachste und ihr wählt einfach per Briefwahl und zwar heute Abend, jetzt, wann auch immer. Unsere beiden Gäste müssen jetzt weiter zu ihren nächsten Wahlkampfveranstaltungen. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg, Melanie und Sarah. Wir drücken euch alle Daumen, die wir haben, hier in der Bundespartei sowieso. Und ich fasse mal zusammen. Also wer möchte, dass in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz das alles anders läuft, als das bisher läuft? Dass die Kommunen gut ausgestattet werden, dass die Frauen genauso bezahlt werden wie die Männer? Und dass diese 20 Atomwaffen endlich mal rauskommen aus Rheinland-Pfalz. Der muss die Linke wählen. Der muss die Linke wählen. Und dafür kämpfen wir jetzt noch die letzten 10 Tage bis zum Landtagswahltermin. So, viel Erfolg. Ich wünsche euch tatsächlich jeden Tag viele 100.000 Stimmen. Vielen Dank. Und für die Zuschauerinnen hier in der nächsten Woche wird es heißen, Linke Brandenburg 1, Hohenzollern 0. Der Prinz Hohenzollern kann sich schon mal frisch machen. Bis denn. Tschüss. Ciao.